Gut, wir gehen einfach mal höher. Schummriges Licht. Ach, oben erwartet uns dann vielleicht wahrscheinlich wieder der Endboss. Was? Oder auch einfach nichts. Was ist das? Da ist ein Zeichen? Was ist das? Nee. Oder sind das keine Zeichen? Hä? Was ist das hier? Was macht das hier? Warum gibt's hier nichts? Hier gibt's Türme mit nichts drauf? Hier ist eine Festung mit nichts drin? Hä? Naja, gut, haben wir wenigstens irgendwie eine Folge nichts erkundet. Also, okay. Ich nehme es dann einfach so hin. Eine Truhe, die habe ich auch nicht gesehen. So, da waren wir, da ging es raus nach Himmelsrand. Und hier geht's jetzt nach Himmelsrand. Also ich habe echt, ich habe das Gefühl, dass wir jeden Moment irgendwo rauskommen, wo wir einfach in Kerker, wo wir einfach in einer Menge von Feinden stehen irgendwie. Aber vor allem in diesem ganzen Teil hier war noch nicht ein Gegner. Das ist doch nicht normal. Vor allem noch nicht mal in den Kerkern ist hier was. Da kann das doch nur sein, dass das echt für eine spätere Quest oder sowas ist, oder? Ja, wie? Mehr gibt's hier jetzt nicht? Oder wie? Oder hä? Weil ich bin jetzt die ganze Zeit nämlich auch überall am Starren, wo es irgendwie noch so lang gehen könnte oder wo was ist oder überhaupt und sowieso. Aber irgendwie einfach mal so gar nichts. Ach nee, warte, es ging da noch. Nee. Ich gebe euch Deckung. Ja. Kerker. Da ging es nämlich ja noch runter. So. Oh. Lydia, entspann dich. Vielleicht ist die Meute gerade hier am irgendwas anbeten. Hallo? Vielleicht finden wir auch noch eine Mondsteinmine. Boah, das wäre geil. Och du Scheiße, was ist das denn für ein Loch? Alter, muss ich da runterspringen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Da liegt ein Bandit. Und Wolfmeers Leitfaden für Langfinger. Taschendiebstahl erhöht, nehmen wir mit. Und Kerkerschlüssel zur Festung Sonnenwacht. Warum? Jetzt ohne Scheiß, Leute. Also, wenn ich auch ein bisschen weniger erzähle und sowas, das ist gerade so. Wo kommt Lydia weg? Bin immer noch da. Soll ich dir mal die Tür aufmachen? Lydia. Also ich dachte eigentlich, das ist ziemlich uninteressant hier, das Teil, aber es wird gerade definitiv interessanter.
Und es wird sogar so interessant, dass ich im Sekundentakt schnell speichern kann. Hä? Hier geht's wieder raus? Also wir sind jetzt mitten? Ja, mitten drin statt nur dabei. Also wir sind eigentlich nirgends. Das macht mich ja kirre hier. Wir müssen auf jeden Fall wieder mehr Richtung unser Ziel gehen. Da müssen wir, ja, weiß nicht, irgendwo gleich rechts rüber, aber hä? So, Einsamkeit und Markat und Windhelm und was? Karthwasten? Was ist das denn? Karthwasten? Falkenring? Markat der liebenden Stein. Oh, wollen wir zum liebenden Stein? Natürlich nicht. Wir sind Männer. Wir haben Eier. Ja, also das... Ich weiß nicht, das tut mir jetzt auch nicht leid, dass wir da waren oder so, aber... ich fand es faszinierend, wie wenig da los war. Und was ist das für ein... Das ist Wacholder? Junge. Und ja, ich wollte eigentlich in die andere Richtung, aber das sieht so einladend hier aus. Das ist so schön hier. So schön grün. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Irgendwo so, warte mal, da irgendwo ist was. Hab ich wen gehört? Ja, ich will gerade halt noch so ein bisschen hier entdecken, weil wir haben bisher so wenig Orte auf der Karte erkundet. Da wollte ich einfach ein paar Punkte einfach nochmal mitnehmen und scheiße, an den kommen wir mit Sicherheit nicht dran. Den. Aber wir sind doch so nah. Aber das ist irgendwo oben. Und an da... Das ist doch ein Drachengrab hier. Da ist die eine Festung. Ist das ein Drachengrab mit, wo der Drache noch drin ist? Ach, du Schande. Hallo Elch. Hallo Baumstamm. Also jetzt ohne Scheiß, ich bin gerade halt echt ein bisschen irritiert, weil so wenig Gegner und insgesamt so wenig und hä, das... Ich komme damit nicht klar, ich bin das gewohnt, dass irgendwo an jeder Ecke Banditen hocken und sowas alles. Na ja, guck mal, einen Bär, den können wir doch auch töten. Da können wir doch gleich unser wunderschönes neues Glasschwert ausprobieren. Was zum Geier ist das? Wo sind wir hier? Hey, Bär. Au. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Lydia, Lydia. Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist was für dich. Das ist was für dich. Ich sehe es doch, dass der ist so ein bisschen mehr für dich. Du magst doch gerne Plüsch. Ja, bitte jetzt. Genau. Und weiter. Und... Und noch ein. Lydia hält Stand. Schießkunst verbessert auf 36. Stirb, Höhlenbär. Zack. Da siehst du, Lydia, mussten wir dir wieder den Arsch retten.
Alter Schawutzki. Alter Schawutzki, was ist das hier? Schanze des vergessenen Zahl. Was? Jetzt ohne Scheiß, was? Da sind doch schon wieder diese komischen Honks hier. Hä? Wie? Ich kenne das noch gar nicht. Jetzt ohne Scheiß. Trotz über 200 Folgen Let's Play Gedöns, Dings. Trotz 200 Folgen Let's Play. Also hier kommen wir überhaupt gar nicht. Skyrim. Und ich habe keine Ahnung, was geht hier. Vor allem, das sieht cool aus jetzt ohne Scheiß mal. Können wir nicht eine Gruppe um uns bilden und den Ort einnehmen hier? Ich finde den echt genial. So zum Beispiel, wenn wir uns den Sturmmänteln anschließen, dass wir uns hier irgendwie niederlassen oder so, sieht der echt schon ziemlich geil aus. Weißt du, so ein Teil, was ziemlich eingeschlossen hier ist? Ich würde sagen, das lassen wir uns aber erstmal für später. Das müssen wir uns nur unbedingt merken. Oder sollen wir da hin? Aber wir kommen da jetzt gerade nicht so einfach hin, oder? Oh, haben die mich gesehen? Gut, ich war jetzt natürlich auch nicht so unauffällig. Ey, Lydia, spring doch bloß nicht runter. Was ist da denn drin? Was ist das? Einfach nur Steine oder Felle? Ich meine, gut, wir könnten da jetzt reingehen und die einfach mal alle auslöschen. Aber ich weiß gerade nicht, wie wir da runterkommen sollen. Lydia, kannst du nicht mal geschmeidig bleiben und wir teleporten uns dann da runter? Geht das nicht? Dann nehmen wir die auseinander. Ach, scheiß doch was. Scheiß doch auf Meridias Ding. Da kommen wir noch früh genug hin. Weil, dann besorgen wir es denen jetzt hier mal, diesen komischen Jungs hier. Die mich echt zutiefst irritieren. Und wo ist Lydia? Wer? Wo? Das ist schon geil hier. Muss man einfach so sagen. Gefällt mir. Dass da ein Nord hängt, das ist gefällt mir natürlich nicht so gut. Aber ich finde den Ort hier echt geil. Doch niemand hier. Nö, nö. Ach, guck mal, wir sind... Da oben sitzt Lydia, ist das cool. Wenn wir dir jetzt noch so aktiv Befehle geben könnten, das wäre auch nochmal krass. Oh. Speer. Der Speer hat uns erspäht. Hahaha, wie lustig. Hier drüben. Was war das? Das war schon alles. Wirklich? Ich vermute mal, du hast eine Falle ausgelöst. Doch Lydia hat sich auch todesmutig einfach mal darunter geschmissen, um uns beizustehen im glorreichen Kampf. Ja, tatsächlich, der hat die Falle ausgelöst. Die eigene Falle ausgelöst. Das muss so unangenehm sein, wenn du dich irgendwo so einbarrikadiert hast und so viele Fallen aufgestellt hast, dass du nicht mehr weißt, wo welche ist. Bam. Diese Killing, diese Death Camps, oder ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, mit Bogen ist auch ziemlich cool. Kommt cool rüber. So, und ich bin aber echt immer noch gerade echt irritiert, was ich davon halten soll, weil die Abgeschworenen, wie sie sich hier nennen, die kenne ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt echt irgendwie neu dazugekommen sind durch das
DLC, Dawnguard oder ich weiß nicht, wo die wegkommen, ganz ehrlich nicht. Weiß man nicht. Man munkelt nur. Die versuchen auf jeden Fall die Leute abzuschrecken, aber das sind ziemliche Pussys irgendwie. Oder ist, bin ich noch, achso, ich bin auch verdippt, haha. Ach guck, ey, den ganzen Legendär ist jetzt auch dabei, die Schwierigkeitsstrafe. Schwierigkeitsstrafe. Ja. Ich mach mal auf Experte. Ich bin einfach mal wieder so großkotzig. Verdammt. Zack. Und auch gleich so ein Finishing Move. Finishing Move. So hieß es. Auch gleich mit dem Schwert. Super gelungen. Aber leider hat der gute Junge nichts dabei. Aber das Tal ist echt geil. Das hätte ich auch gerne. Was ist das? Huch. Noch eine Falle. Hätte mich ja interessiert, ob die auch ausgelöst hätten, wenn wir da unten gestanden hätten. Firewood? Woodwood Firewood oder Mora Tapinella? Ich speichere mal. Und dann natürlich muss ich gleich erstmal... Alter. Ey, das ist echt ein geiles Tal. Ich will hier wohnen. Ohne Scheiß. Stallstulpenstiefel. Die brauchen wir aber nicht, weil wir brauchen nämlich leichte Rüstungen desselben Typs. Was ist das? Gar nichts. Ey, tauch auf. Also das ist irgendwie so ein Trinkwasserreservoir halt für die. Und nein, dahinter gibt es nichts. So wie es scheint. Das musste ich aber natürlich mal eben überprüfen. Das gehört dazu.